Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute, der Bastelhannes hier. Wir kommen zu einer weiteren Ausgabe von dem Manta AGTE. Und zwar sind wir bei der Ausgabe 31. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wir schauen gleich nochmal ins Heft. Bis gleich. Wurde nicht rausgeschnitten. Bis gleich. Wir schauen ins Heft. Ja, genau das werden wir jetzt tun. So, dann schauen wir erstmal wieder ins Heft. Das sind diese Kabelklemmen, was ich gesagt hatte. Und da werden wir dann schauen, wie wir das weitermachen. Schauen erstmal hier ins Heft. Zack. Mal durchblättern. Und nochmal durchblättern. So, und in der nächsten Ausgabe haben wir dann schon wieder den Sitz, den Beifahrersitz, genau. So, aber jetzt sind wir noch bei den Kabeln. Und zwar packen wir erstmal hier aus, was wir hier so alles drin haben. So, der Lautsprecher schön vorsichtig damit nicht die Membran hier vorne irgendwie einknickt, kaputt geht. Das packe ich lieber mal ein bisschen weiter weg, bis wir es brauchen. Ich kenne mein Talent. Und dann haben wir hier noch ein paar HM-Schrauben, ein paar Klebchens und die besagten Kabelklemmen. Da waren nochmal drei, da war es. Das ist der nächste. Okay, das ab in die Kiste und dann muss ich noch mal ganz kurz gucken. Okay, der kommt nach oben und das wird mit den ganzen HM-Schrauben brauchen wir denn also jetzt hier erstmal nur. Und wir nehmen uns dieses Teilchen hier. So. Wie ich schon sagte, schauen wir, dass wir das irgendwie möglichst kommt noch einer zwischen. Kommt noch einer zwischen. Und zwar der noch. Dann kommt der weiße. Nochmal, ne, jetzt kommt der grüne erstmal. So. Kommt hier der weiße rote rüber. Und der letzte hier rüber. So. Jetzt packen wir mal. Packen wir so an. Ja.
So. Dann haben wir das nämlich jetzt hier ein bisschen besser so verstauzelt. Und dann können wir nämlich das Ding hier, denke ich mal, besser ran klemmen. Wenn das jetzt hier so ein bisschen verstauter ist. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Schauen wir jetzt mal dieses Teil wieder an. Sodele. Hat er auch richtig dran. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder, liebe Leute. Und zwar habe ich jetzt auch noch gesehen, das Weiß-Schwarze, das Rot-Schwarze und das Gelbe, die kommen gar nicht in diesen Halter mit rein, sondern die werden einfach nur hier nach hinten gelöscht. Also bleiben die raus aus diesen Dingen. Dingelchen. Und die kommen einfach nur hier nach hinten gebogen. So wie es hier in der Beschreibung ist. So, dann geht es weiter. Und zwar muss ich erstmal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Hier rum, da rum Löffelstiel. Also hier vorne und hier vorne. Oh Gott, oh Gott. Also sehe ich dir jetzt richtig, das hier und hier jeweils einer noch dazwischen. Flach das Ganze legen. So. Das kommt hier. Noch eins. So, die sind ja alle noch beweglich. Und dann kommt hier das letzte noch rein. Dann wird ein bisschen auseinanderflambüstern. So. So.
Jo, dann sind diese beiden, diese Teile jetzt auch schon fest. Ist das richtig? Und jetzt kommen hier davor ein paar Klebs rüber. Und zwar dieser Klebse hier. Komm hier. Ralle. So, da kommt ein Klebchen hin. Dann kommt das nächste Klebchen hier vor dem Bogen. Vor dem Bogen? Ja, vor dem Bogen. Und das nächste Klebchen kommt dann hier genau hin. Also hier vor dem Burschen. Vor dem Burschen. So, und der nächste, der dritte, kommt hierhin. Sozusagen der letzte Kläppchen. So, damit haben wir die Teile auch verbaut, jo. Oder verklebt. Das ist ja nur für die Fixierung, das wird ja nachher dann fest, wenn das andere da drauf ist. So, jetzt kommen wir zu dem Lautsprecher. Der soll hier rein und hier durch. Dann haben wir hier diese große Halterung und wieder mit HM-Schrauben. Zwei Stück, natürlich zwei Stück. Einmal und zweimal. So, Lautsprecher fest. Jo, der wird dann schon angeklemmt. Und zwar vor diesem Ding. Ja, vor. Davor.
Hallo, knack. So. So, dann müssen wir mal gucken, wie das hier so funktioniert. Vielleicht können wir das Ding ja schon da so ein bisschen drunter schieben. Das passt so, ja. Da drunter. Ich fasse es ja nicht. So, zumindest ist das dann schon mal ein bisschen versteckt, das Kabel. Und dann, jo, haben wir das auch schon erledigt wieder. Schauen wir doch mal, wir haben doch das Teil hier. Da ist sehr schön hier der Lautsprecher rausgenommen. Na gut, wir haben nur hier noch Platz, müssten wir jetzt nicht zwingend, ist nicht zwingend notwendig, die Kabel da zu verstecken. Aber zumindest passt das Ganze schon mal. Und achso, wir haben noch was vergessen. Ich wollte euch nichts unterschlagen. Und zwar müssen wir noch den Deckel drauf machen. Zack. Jo. Batteriefach zu. Alles erledigt. Okay. Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, liebe Leute, das war auch schon wieder die Ausgabe 31 von dem Manta. Ich hoffe, euch hat die Folge trotz des Versprechers am Anfang gefallen. Und weitere Sachen sind ja kaum passiert. Nicht der Rede wert. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Bastler Hannes. Ciao, ciao.